Und mal wieder hallo, ihr Lieben. Wir sind, ja, ich habe gerade Freunde aus Stuttgart und wir machen gerade einen Ausflug an die Ostküste und sind gerade mal in Kalamjor, wollen jetzt gleich noch ein Käffchen trinken gehen. Und ja, habe ich gesagt, mache ich mal kurz ein paar Minuten Video. Kalamjor ist noch ganz gut besucht hier, also noch einiges los. Unten am Strand schon aufgefallen, Posadonia liegt alles da, aber naja gut, sieht optisch nicht so schön aus, ist aber halt auch ein Schutz für die Natur gegen die Abtragung vom Sand. Das ist immer zweischneidiges Schwert, ob man es haben möchte oder nicht. Hier ist im Moment, ja, hier sieht noch alles auf aus. Es war ja mein Gespräch, die Saison zu verlängern. Mal schauen, wie es klappt. Also hier ist auf jeden Fall im Moment noch wirklich, ja, gut besucht. Nehmt euch einfach mal nur kurz die Strandpromenade ein paar Meter mit runter. Ich laufe jetzt nicht durch Kalamjor durch. Aber wir schauen gerade eh, wo wir kurz hier ins Reinsetzen. Und dann machen wir ein paar Minuten Video für YouTube. Aber echt viel los noch hier. Gut, wahrscheinlich sind heute auch alle am Strand, weil gestern war das Wetter nicht so gut auf Mallorca. Gestern hat es da geregnet. Und heute nützen alle nochmal aus und rennen nochmal an den Strand. Bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn man vielleicht im November kommt, ob Ende Oktober alles zumacht oder dann die Saison doch etwas länger geht. Hotel Castell de Mar. Sogar alle Sonnenschirme sind noch aufgebaut in anderen Ecken, soweit ich weiß. Werden die ersten Sonnenschirme schon abgebaut. Aber hier haben wir noch alles auf oder aufgebaut, die Sonnenschirme besser gesagt. Mal Olli mit aufnehmen. Hat kein Mikro, deswegen werdet ihr nicht hören. Ah, guck mal hier, die haben ja sogar an den Sonnenschirmen sind so Schließfächer drin, um die Wertsachen einzuschließen. Haben sie es auch öfters gemacht. Eigentlich auch nicht schlecht. Kann Schlüssel und Kreditkarten und so wenigstens wegschließen. Der Supermarkt da hinten als zu. Auch komisch. Wenn so viele Gäste da sind und du machst einen Supermarkt zu. Ist geschlossen, seltsam. Und hier ist der nächste Supermarkt, auch zu. Wir haben heute aber Dienstag. Also kann nichts mit Wochenende zu tun haben. Hotel Playa de Moro. So, hier ist Karussell. Genau, ja. Ja, aber ich glaube, das hat auch zu, weil das sieht auch aus, als ob das gar nicht aufhalte dieses Jahr. Da ist ja früher, ja, da sind immer mal wieder welche aufgetreten. Aber das sieht auch aus. Wobei das Karussell, soweit ich weiß, der alte Eigentümer wieder hat, der es früher schon hatte.
Aber das sieht auch ziemlich zu aus. Na gut, dafür war auch die Saison einfach zu kurz für viele, um jetzt nochmal aufzumachen. Hinten, dann ganz hinten, das Eurotel, Costa de los Pinos. Ganz hinten an der Landung ein schöner Aussichtspunkt, der neu gebaut wurde. Den müssen wir auch mal filmen. Der ist schön, der Aussichtspunkt. Da kannst du nämlich über einen Glassteig rauslaufen und läufst auf dem Glassteig praktisch übers Meer oder ein Stück über die Klippe. Mal gucken, vielleicht fahren wir nachher noch kurz vorbei in der Costa des Pinos. Ah, und da vorne ist aber, wird man gleich sehen, wird doch, weil du vorher gefragt hast, also das Posadonia wird dann doch weggemacht da vorne. Also hier ist auch keins am Strand. Das Posadonia war weiter oben und hier oben sehe ich gerade einen Traktor stehen, also ein Bulldozer. Da wird das Posadonia dann weggeräumt. Übrigens keine Algen, sondern Seegras. Abgestorbenes Seegras von den Seegraswiesen, die einerseits für die Flora und Fauna wichtig sind, Lebensraum schaffen. Wenn man aufs Meer schaut, sieht man meistens die dunklen Flecken relativ nah am Strand, sind häufig diese Posadonia-Wiesen. Aber das Posadonia ist halt auch wichtig, um den Strand vor Erosion zu schützen, dass halt eben nicht der ganze Sand abgetragen wird, weil der Sand immer schmaler wird hier. Original. Louis Vuitton. Ja. Und da hier haben wir das Posadonia. Ja. Jetzt sind wir gleich. Wo sind wir denn jetzt gleich? Ein paar Meter noch, dann sind wir ja am Ende von dem Strand. Geht dann aber direkt weiter über, geht er hier weiter bis nach Calabona. So weit laufen wir uns natürlich heute nicht, weil wir jetzt hier noch irgendwo ein Käffchen trinken gehen. Hier Posadonia, der macht Pause. Ja, da wird jetzt alles weggeschippert und gerade ist hier wohl Mittagspause angesagt. Supermarkt offen. Ja, Smiles hat auch zu. Ich glaube, die hatten auch gar nicht auf dieses Jahr. Ein relativ großer Laden hier direkt am Strand, aber ich glaube, der hat dieses Jahr gar nicht aufgemacht. Gucken, ob er nächstes Jahr wieder da ist. So, dann sind wir hier auch am Ende. Dann gucken wir mal, oh, was ist da? Das ist auch zu unten drin. Dann gehen wir mal noch kurz hin. Da war früher mal die Cocktailbar Banas drin, dann ein paar neue, jetzt ist komplett zu. Aber da ist jetzt oben auch ein Hotel gebaut worden. Ich weiß gar nicht, was da jetzt unten drin ist. Auf jeden Fall ist es schon zugemalt, aber wird umgebaut, wird renoviert, irgendwas. Ja, das ist ja komplett neu renoviert oder komplett neu gemacht worden hier, das Hotel. Unten drin waren eigentlich immer Cocktailbars oder Restaurants oder irgendwie, aber das sieht jetzt auch aus, als ob da irgendwas vom Hotel reinkommt. So, da kommt die übliche Verabschiedung auf YouTube. Gebt uns einen Daumen hoch. Die, wo uns noch nicht folgen, folgt uns.
wenn ihr uns folgt und wir irgendwann, dann können wir auch mal hier mit dem Handy live gehen. Ansonsten bleibt uns gewogen, macht es gut. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Euer Kan Gourmet. Ciao.